die Stimme der Zahlen und der Logik für den Herrn von der RZ. Erst in dem vorgezogenen Ruhestand, warum wohl? Ja, letzte Woche hat mich irgendjemand aus diesen Reihen gebeten, ich soll doch mal wieder was sagen. Und ich habe gesagt, nein, im Moment habe ich nichts, aber wenn mir mal wieder der Kragen platzt, und der Kragen ist mir geplatzt am Anfang von der Woche, als solchen Karl die Wahrheit gesprochen hat. Ja. Ich lese das mal kurz vor, weil ich habe kein Equipment, um euch dieses Video zu zeigen, für die, die es nicht kennen. Also der hat eine Rede gehalten vor Vertretern der privaten Krankenkassen. Es ging um, ja, wahrscheinlich um den Herbst. Also, Originalzitat von Breit Schuster. Freundlicherweise bereitgestellt. Wenn wir hier kein Konzept haben, um noch einmal neu zu impfen, um noch einmal einen besonderen Schutz zu haben, dann sind die vulnerablen Gruppen erneut vulnerabel. Und wir werden diesmal eine besondere Situation haben. Wir rechnen auch mit einer starken Grippewelle und wir rechnen mit vielen RSV-Infektionen. Das wisst ihr. Respiratorisches Syncytialvirus hat die Kinder etwas gebeutelt, weil sie durch die Maßnahmen ja keine Möglichkeit hatten, eine Immunität dagegen aufzubauen. Normalerweise ist das ein harmloser Infekt im Kindesalter. So, ja, jetzt weiter. Das hat einfach damit zu tun, dass die Immunität in den letzten Jahren zurückgegangen ist, weil die Schutzmaßnahmen auch dort geschützt haben, sodass sich dort eine Immunitätslücke aufbauen konnte. Wir lieben Kahn! Er spricht die Wahrheit! Ja, deshalb lieben wir ihn auch! Ja. Und diese Immunitätslücke ist jetzt bedeutsam, sehr bedeutsam für die Welle, auf die wir kommen. Also ich habe mir das Video fünfmal angehört, bis ich es kapiert habe, was der überhaupt will. Die Macht. Also daher haben wir hier mit einer neuen Covid-Welle zu tun, mit einer Grippewelle haben wir zu tun, mit RSV haben wir zu tun. Jetzt kann man sagen, RSV betrifft ja in erster Linie die Kinder. Naja, wenn sie diese lange Lücke gehabt haben, dann ist RSV auch gefährlich für ältere Menschen. Und damit müssen wir zurechtkommen. Wir müssen auch diejenigen schützen, die Autoimmundefekte haben. Und diese Autoimmundefekte bedeuten, dass die Impfung wirkt, aber sie wirkt nicht so gut. Und dafür brauchen wir spezielle Impfkonzepte, brauchen wir spezielle Schutzkonzepte. Dazu brauchen wir auch Wirkstoffe wie Paxlovid. Deshalb ist der Gesundheitsminister. Also was sagt er uns? Wir haben durch die Maßnahmen unsere Immunität geschädigt. Und was sollen wir machen? Noch mehr schädigen. Ja. Bin ich irre? Ist der Mann irre? Oder? Ich raff's nicht. Tut mir leid. Also will der uns in eine Spirale reintreiben? Immer mehr Verlust an Immunität und dann müssen wir die künstlich wiederherstellen oder versuchen herzustellen, weil es klappt ja nicht. Ja, also ich bin fassungslos. Ja. Und noch ein paar kleine Anmerkungen. In Leipzig läuft ja gerade der Prozess. Die Frau Bahner ist ja auch dort wegen der Duldungspflicht der sogenannten Impfung. Ist ja keine Impfung für die Soldaten und es EEI nach dem RKI ergeht sich in, ja, wissen wir nicht, haben wir nicht parat, sind wir nicht zuständig, können wir nichts zu sagen. Also macht mich genauso fassungslos. Aber es wird weitere Verhandlungstage geben. Ja, schauen wir mal. Das war meine Message für heute.